Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf dem Kanal FF und heute hören wir uns mal wieder eure Musik an. Ich bin schon sehr gespannt und würde sagen, ich rede gar nicht lange weiter drum rum. Wir starten direkt rein. Ganz kurz noch vorher, falls du mit dabei sein möchtest, schick deinen Song gerne ein. Link dazu in der Beschreibung. Das ist so ein kleines Formular, gibst du einfach ein paar Sachen zu dir ein und dann kannst du das einschicken. Du kannst auch gerne, wenn du schon mal dabei warst, trotzdem was einschicken. Ich mache das immer zufällig und deswegen kannst du auch gerne ein paar Sachen mehr einschicken. Das ist überhaupt kein Problem. Ich würde sagen, das allererste, was wir machen, ist, dass wir hier mal reinhören. Und los geht's. Also ich kann schon mal vorneweg sagen, der Beat hier, der ist von Zertex, ist hier laut ihm Beat Nummer 1. Das heißt, sein erster Song hat er auch dazu reingeschrieben, beziehungsweise sein erster Beat. Und ich muss ehrlich sagen, als ich das jetzt hier gerade angehört habe, war ich tatsächlich schon ganz schön begeistert. Also allein das Intro hier. Ja, da sind auch so ein paar Effekte mit drin, wo ich sagen würde, die sind sehr, sehr angenehm. Hier kommt dann eben noch eine Hi-Hat dazu, ne? Ja, ein bisschen eher im hochfrequenten Anteil. Auf jeden Fall auch ganz schön. Hier kommt dann natürlich die 808 und die Kickdrum mit rein. Die sind natürlich sehr im Vordergrund, ne? Da hört man hier ist immer so eine Kickdrum, die am Anfang so ein bisschen mehr diesen Druck mit reinbringt. Hier ist da mehr die 808. Weiß nicht, ob ich das druckvoller machen würde. An sich gefällt mir das eigentlich so ganz gut. Der Style ist natürlich sehr, sehr schön. Gefällt mir sehr, sehr gut. Es ist auch so ein bisschen düsterer, so ein bisschen zurückhaltender. Und was ich hier ganz nett finde, man hat hier automatisch so ein bisschen Platz gelassen für eine Stimme. Das heißt, wenn jetzt beispielsweise ein Rapper oder ein Sänger darüber noch was aufnehmen möchte, ist das gar kein Problem. Deswegen bei Beats immer darauf achten. Ihr seht, hier sind wirklich ganz wenig Elemente. Wir haben ein Element, was die Mitte ein bisschen füllt. Das ist eben hier dieser Loop hier am Anfang, ne? Wir haben eine 808, die so ein bisschen den Bassbereich deckt und ansonsten eine Hi-Hat, ein paar Percussion Sounds und eine Snare, das ist dann eigentlich schon, das sind die Hauptelemente, mehr ist da nicht wirklich. Und dieser Minimalismus, der sorgt dafür, dass wir hier wirklich noch ganz viel frei haben, wir haben noch ganz viel offen. Und das kann man natürlich gerade nutzen, wenn man beispielsweise eine Stimme aufnehmen möchte, dann ist da ein bisschen mehr Luft und das gefällt mir sehr, sehr gut. Also wirklich ein super, super guter Beat. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt dazu noch sagen soll. Auf jeden Fall eine Top-Nummer. Checkt doch mal gerne, falls der Künstler Social Media hat, auch mal gerne aus. Alle Links, die ihr angebt, eben schreibe ich mal rein. Und wenn ihr nichts angebt, dann mache ich da meistens einen Strich rein, dann ist das ausgegraut. Der nächste Beat ist von Nikita Plov und heißt Colorful End. Und ich würde sagen, wir hören mal rein.
Also zunächst kann ich schon mal sagen, mir gefällt die Idee auf jeden Fall schon mal ganz gut. Die Melodie gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Was ich hier vielleicht noch ein bisschen anmerken würde, ist erstens die Sounds generell. Da würde ich vielleicht sagen, dass die von der Qualität vielleicht nicht ganz optimal sind. Auch hier dieser Sound. So hier am Anfang, da geht das schon sehr dröhnend los. Also das könnt ihr auch hier sehen, schon frequenztechnisch. Hier so, ne? Da ist das sehr stark, wenn ich das reduziere. Ja, generell haben wir am Anfang schon, ja, ich sag mal, sehr viel Matsch. Also hier ist schon alles sehr unaufgeräumt. Und wichtig ist ja immer, dass wir ein recht klares Bild haben. Also natürlich, es gibt auch mal verzerrte Sounds und so weiter. Aber hier finde ich eben, ist das ein bisschen verwaschen und ich kann das nicht so genau identifizieren, was hier passiert. Das ist so eine Sache, die würde ich vielleicht hier nochmal ein bisschen genau anschauen. Das heißt, das wäre jetzt hier in dem Fall einfach das Mixing und vielleicht einfach die Soundauswahl, weil ich finde, die Melodiefolge, die finde ich eigentlich ganz nett. Ich würde vielleicht bloß dafür sorgen, dass der Sound entweder hochwertiger klingt. Das heißt, sei es jetzt durch Mixing-Prozesse mit dem Equalizer oder mit dem Kompressor, irgendwie versuchen, dass das dadurch besser klingt. Aber am besten ist es natürlich schon, einen hochwertigen Sound zu haben und den dann eben noch nach beliebigen Wünschen anzupassen. Ansonsten schöne Idee. Wie gesagt, ich habe auch ein Mixing-Tutorial, das packe ich immer sehr oft in die Beschreibung, weil ich das wirklich nur empfehlen kann. Also in dem Tutorial rede ich wirklich vom Anfang des Mixings bis zum Ende so die groben Grundsätze. Natürlich nicht alles im Detail, aber ich erkläre so grob, wie man seinen Sound verbessern kann und mit den Regeln kann man in der Regel, ja, Tatsache seinen Mix schon qualitativ verbessern. Also auf jeden Fall mal gerne vorbeischauen. Wenn nicht, blende ich es nochmal hier ein und dann ist das auch kein Problem. Der nächste Song ist von Pferd Music und heißt From the Jungle into the Temple. Ich bin sehr gespannt. Der Titel ist schon mal vielversprechend. Ich glaube schon, wenn ich jetzt die Waveform sehe, das ist wahrscheinlich so, ja, so ein Track, der so ein bisschen mehr in die Filmscore-Richtung, in die Filmmusik reingeht. Wir hören mal rein. Ich glaube, hat er auch dazu geschrieben gehabt, ne? Wenn ich mich nicht irre. Und aus zeitlichen Gründen gehe ich hier nochmal so ein paar Sachen durch. Wir hören einfach mal hier weiter rein, weil ich sehe, hier baut sich anscheinend nochmal was auf. Also ich würde sagen, das war mal eine Nummer, oder? Also zunächst kann ich schon mal sagen, dass ich das Genre generell sehr, sehr interessant finde. Ich finde es sehr spannend, man kann eine Menge draus machen. Hier am Anfang, ja, da haben wir noch so ein paar Sounds. Ich kann ihn nicht so ganz identifizieren, was das sein soll. Regen vielleicht?
klingt für mich wie so ein Klicken, habe ich tatsächlich erst als Stören so ein bisschen wahrgenommen. Ansonsten hier finde ich, die Atmosphäre baut sich hier so ein bisschen mehr auf, ne? Und auch die Streichinstrumente hinzukommen. Ich finde, das kann man noch ein bisschen klarer, ein bisschen feiner, ein bisschen präziser vielleicht abmischen. Ansonsten muss ich wirklich kurz anmerken, sehr schöne Akkordfolgen, sehr, ja, ein sehr episches Instrumental haben wir einfach vorliegen. Es gefällt mir sehr, sehr gut, gerade wie sich das aufbaut. Ich hätte vielleicht beim Aufbau geguckt, dass man das vielleicht an manchen Stellen noch ein bisschen mehr Variation vielleicht reinpackt, die das so ein bisschen lebendiger hält. Hier dann ein kleines Problem, was ich kurz erkläre. Und zwar, ich weiß nicht, kann man es jetzt an einer Wellenform erkennen? Ja, kann man eigentlich gut sehen, wenn ich rausscroll. Dann seht ihr schon, hier haben wir einen recht harten Cut. So, normalerweise würde man jetzt vielleicht ahnen, ja, das ist vielleicht durch einen Wave-Shaper passiert. In dem Fall habt ihr das aber auch stark gehört. Das Signal wird nahezu gehindert, lauter zu werden. Das heißt, hier war ein Limiter oder Kompressor eben im Einsatz. Ich würde jetzt mal sagen, hier ein Limiter. Und da muss man eben genau mal schauen. In dem Fall ist es jetzt stark hörbar und das ist schon sehr hinderlich. Also, wenn du jetzt hier beispielsweise auf dem Masterkanal Limiter hast, ja, und ihr seht, der arbeitet hier wirklich doll, dann solltet ihr gucken, dass ihr euren Track hier so abmischt oder mal generell ein bisschen leiser hier macht. Oh, jetzt habe ich hier alle Kanäle runtergestellt. Großartig. Alle Kanäle mal leiser macht, damit der Limiter nicht so doll arbeiten muss. Denn wenn man den Limiter zu stark raushört, wie es jetzt ja nun hier wirklich der Fall war, dann nimmt das einen jetzt wirklich den ganzen Druck. Also ich hatte jetzt hier erwartet, jetzt baut sich das auf. Und dann hat man gemerkt, ja, okay, das Signal wird eh zurückgehalten und das nimmt so ein bisschen den Druck, finde ich. Ansonsten muss ich jetzt sagen, wenn das jetzt in so einem Film wäre, weiß ich gar nicht, ob mir das so doll auffallen würde, wenn ich mich auf das Videomaterial konzentriere, würde ich das bestimmt, oder würde dieser Track den Film wahrscheinlich schön untermalen. Aber insgesamt finde ich, könnte man die Produktion noch ein bisschen sauberer gestalten und noch ein bisschen, dass die Elemente mehr ineinander übergehen, so ein bisschen ineinander überfließen, dass die Übergänge vielleicht doch, so solche Sachen, die würde ich eben, glaube ich, noch ein bisschen perfektionieren. Ich weiß natürlich nicht, wie man jetzt hier vorgegangen wurde. Ich schätze mal mit Plugins und mit Sample Libraries. Falls es anders ist und man sich jetzt hier wirklich, weiß ich, selber Sachen aufgenommen hat, würde mich auch mal interessieren. Aber ansonsten eine schöne Nummer, gefällt mir wirklich sehr, sehr gut und auch gerne mehr in diesem Format. Also ich habe jetzt tatsächlich neulich, hier, ich wurde angeschrieben, wurde mir mitgeteilt, Mensch, du kannst nochmal die Kategorie Filmscore hinzufügen. Dann dachte ich, ja stimmt, die hatte ich noch gar nicht hinzugefügt. Deswegen, die Kategorie ist jetzt auch mit dabei. Falls ihr noch Kategorien habt und ihr sagt, ja Mensch, wir haben die und die Kategorie noch gar nicht drin als Genre, schreibt es mir gerne, ich füge die schnellstmöglich hinzu und dann ist das gar kein Problem. Der letzte Track für heute ist oder heißt Untitled Type Beat und ist von On Fire. Okay, würde ich sagen, wir hören mal rein. Geht ja auch recht kurz, oder? 1 Minute 40, okay. Also hier kann ich nur sagen, hier saß jemand vor, der weiß, wie man Beats produziert. Sehr, sehr schöner Beat, hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Man merkt hier schon am Anfang, ne, die Atmosphäre baut sich auf. Hier gerade durch noch so ein paar Soundeffekte, dieses ein bisschen aufbauen. Ja, ich finde, hier könnte man noch einen schöneren Übergang machen. Das sieht irgendwie so aus wie Copy-Paste und dann mit so einem sehr harten Cut könnte ich vielleicht noch mir ein bisschen weicher vorstellen. Hier kommen natürlich dann die Drums hinzu und das, ich glaube, hier muss man einfach mit dem Kopf mitwippen. Also ganz knackige, druckvolle Drums. Der 808 kommt auch gut durch.
Also sehr sauber. Ich würde sagen, sehr solider Beat. Ja, hören wir noch ein bisschen später heran, ob hier noch, ups, ob hier noch weiter was passiert. Ach so, hier übrigens noch sehr schön hier das E-Piano. Dann kommen hier wieder die Drums mit rein. Man hat die Struktur von dem Beat auf jeden Fall verstanden und verstanden, wie man sowas aufbauen kann und so. Gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Wir hören nochmal hier weiter rein. Okay, da kommt eben hier noch der Sound hinzu und das Ende. Okay, sehr schön. Ja, gefällt mir sehr gut. Ist ein schöner Beat. Ey, ich sag ganz ehrlich, es waren heute wunderschöne Beats. Hier alle, kann ich auf jeden Fall sagen. Generell in dem Format sind immer sehr schöne Beats. Und falls ihr mal mitmachen wollt, ich kann es nur mal wieder sagen, weil ich finde es echt großartig, das Format. Falls ihr mit dabei sein wollt, schickt das gerne ein. Ich höre mir das gerne an und schickt das gerne ein. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Und dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.